So, da sind wir wieder bei Let's Play Eterna. Wir sollten uns erstmal erkundigen, wo wir sind. Wir sollten uns erstmal erkundigen, wo wir sind, ah, okay. Hallo, kannst du uns sagen, wo wir alle sind? Das ist ein Lager der Schatzsucher-Gilde. Nein, ich meinte eigentlich, in welchem Land wir sind. In welchem Land? Ihr werdet einfach so durch die Gegend und wisst nicht, wo ihr mal... Wisst nicht mal, wohin? Wisst... mit SZ, lol. Wir müssen nur dir wohl nicht unsere ganze Lebensgeschichte erzählen. Sag schon, wie das Land heißt. Na gut, ihr seid in Prianor. Prianor? Wenn ich mich nicht irre, liegt das Land weit östlich von Maiwa. Wirklich? Ich habe von diesem Land noch nie was gehört. Das habe ich mir gedacht. Hey, was soll das heißen? Wir kommen von hier so... wie kommen wir so schnell wie möglich zu den Herrschern dieses Landes? Es gibt nur einen Weg. Ihr müsst durch die Finstergrotte gehen. Dahinter liegt die Lingzior, die Hauptstadt von Prianor. Danke, dass du uns geholfen hast. Lohnt sich diese anstrengende Arbeit überhaupt noch? Natürlich, was meinst du, wie viel Schatzsucher schon den großen Fang gemacht haben und sich dann zur Ruhe setzen konnten? Bis jetzt haben wir aber noch keinen großen Fang gemacht. Das kommt doch. Der Krieg ist das richtige interpretierende Hinweis. Danach geht alles von... wie von selbst. Was möchtest du tun? Moment. Nö. Womit kann ich dir helfen? Schätze überprüfen. Du hast tatsächlich den alten Ring gefunden. Die Blumen hast du dir wirklich verdient. 500 Goldmünzen erhalten. Ein paar Bomben können nie schaden. Wer weiß, was sich einen für Hindernisse in den Weg stellt. Achte auf brüchige Wände. Natürlich von hier soll eine alte Ruine sein. Vielleicht lässt sich doch was finden. Kaufen. Alles schlecht für mich. Bombe. Kaufen. Obwohl, Moment. Heilkraut, da können wir ein paar... Nee, Heilwurzel. 5 Stück. Und ein paar Zauberpilze. Zauberpilze? Das klingt wie Drogen. Hahaha. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden. Auch als Schatz... Nee, auch als Schatzsucher lässt man gefährlich. Deswegen heuern manche von ihnen Söldner an. Das goldene Schwert muss ganz in der Nähe sein. Goldenes Schwert, Halb the Time Quest. Ja. So. In die Ruine gehe ich gleich, aber vorher nochmal kurz zum Speichern. Ach, da ist auch noch ein Speicherpunkt. Was haben wir denn da? 2 Goldmünzen. Aha, abgeschlossen. Moment, wie war der Hinweis? Was mit Ruine? Muss ich niesen? Ah. Klick. In der Nähe einer Ruine soll sich der Schatz befinden. Ist das diese Ruine? Halt, dein Abenteurer! Dieser Ort ist verflucht. Das Einzige, was ihr hier finden werdet, ist der Tod. Willst du uns etwa Angst machen? Ich will euch warnen. Schon viele haben versucht, die Schätze aus meinem Schloss zu stehlen. Sie alle haben es mit dem Leben bezahlt. Du bist nicht der erste Geist, den wir besiegt haben. Ich bin schon lange tot. Mein Schloss ist voller Geschöpfe, die ich einst beschworen habe. Und ich habe überall Fallen platziert, um Diebe wie euch aufzuhalten. Was meint ihr? Deine Drohungen machen mich neugierig. Vielleicht finden wir ein paar interessante Zaubersprüche. Warum nicht?
Komm los in die Ruine, Mann! Wie ihr wollt. Die erste Kuh ist dort, wo sich die Blicke der Statuen kreuzen. Hoch über den Wolken wartet die zweite. Bla bla, die letzte. Ach so, das gleiche Text. Na, kleine Mini-Drachen. Technik, Klingenwirbel. Angriff. Magie. Feuerfeuer. Ah, ich hab schon wieder nicht Dyneris rausgeholt. Oh. Feuer bringt anscheinend gar nicht. Gut. Ach ja, Feuerschlange, Feuer. Oh, bin ich doof. Farm, down. Stufe 14, Stufe 14, wow. Die haben immer gleich viel. Die Tara ist immer im Vorsprung. Ach komm, scheiß auf Dyneris. Erstmal. Die Tür kann durch einen Schalter geöffnet werden. Zack. Zack. Ach, die verschwinden beim letzten Mal schieben. Na ganz toll. Zack. Zack. So. Dies. Dies. Das. Und da, und da. Zack. Zack. Bam. Abgeschlossen. Ah, das war ein Schalter. Ich gehe jetzt mal genau auf die andere Seite. Was ist denn da beschworen? Moment, wechseln. Nee, Vitara durch die... Winddiener. Mal gucken, was Stalaktit. Feuerfall. Windstoß. Aua. Wow. Stalaktit ist ja hier sehr effektiv. Bam. Die Tür kann durch ein Rätsel gelöst werden. Langsam gefunden. Lichtstrahl. Glückstreffer. Benutzen. Langsam Glückstreffer. Ach, gut. Für jeden einen würde ich behaupten, ne? Lichtstrahl. Langsam. Verringert. Glückstreffer. Ah, gut. Das ist Wetter. Werden erhöht. Gut. Aber bis jetzt habe ich noch nicht so was gefunden mit... wie ich die Bombe reinpacken kann. Was sollen wir nur tun? Glaubt ihr, wir haben überhaupt eine Chance gegen die Untoten?
Erik, sonst bist du doch der strahlende Optimismus. Gib jetzt bitte nicht auf. Aber selbst der Ritterorden. Lass doch endlich mal diesen Orden aus dem Spiel. Man braucht keinen Ritter sein, um für sein Land kämpfen zu können. Ich habe schon viele Bauern tapferer kämpfen sehen als 100 Ritter. Ja, ja, schon gut. Die Untoten sind zumindest nicht unbesiegbar. Wenn es uns gelingt, das Wesen aus der Gruft zu zerstören, werden sie alle zerfallen. Aber wo ist dieses Wesen? Das weiß ich leider auch nicht. Auf kurz oder lang werden wir auf es treffen. Da bin ich mir sicher. Bitte seid wieder optimistisch. Bitte sei wieder optimistisch, Erik. Wir helfen ja auch gegen Untoten. Danke, obwohl ich nicht glaube, dass wir 5 etwas ausrichten können. Was haben wir denn hier? 200 Goldmünzen, Astra-Elixier. Zack. Schriftrolle, Massenschild. Und was bringt dieses Astral-Elixier? Wow. Gut. Zack. Ein noch ein. Ach. Hups, verguckt. Na, dann muss es natürlich anders. Dann muss der dahin. So. Das geht nach oben. 1, 2. Zack, zack. Das hätten wir auch gelöst. Und wo ließ sich eine Tür durch ein Rätsel öffnen? Ich glaube in dem Seitengang rechts. Ich meine, Kugel gefunden. War ja abgeschlossen. Schalter, könnte das für die andere Seite was bewirkt haben? Ja, wo waren das mit dem Schalter? Hier. Aber ich gehe erstmal hier oben links kurz. Ach, da ist ja nur ein Gegner, gut. Beziehungsweise 3, wie man es nimmt. So. Bam. Down. So, hä, wie viel brauchen die in ihres? Ah, ein Kampf noch. Alle, die das gucken, können ja entscheiden, ob ich zuerst links oder rechts gehen soll. Weil ich mache hier draußen jetzt erstmal. Speichern. Und ein Cut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Internet Jones.